So, da sind wir auch wieder. Wir sind erstmal alarmiert. Aber warum? Wer hat mich denn da gesehen? Also mir ist nicht so viel Auswahl, aber... Hat mir gefallen. Also zumindest der Scharfschussbogen, sehr geil. Erledige die Maschinen. Ja, welche Maschinen? Hier sind noch nicht mehr so viele da. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich meinen Beutel auch irgendwie auffülle. Wie dürft ihr gar nicht, auch gar nicht mehr sein, ne? Ich meine, hier gibt es ein paar Sachen, aber... Und jetzt Kalais Samentasche suchen. Ich fange bei der Brücke an. So. Das gibt eine gute Farbe. So, fangen bei der Brücke an. Ich nehme an, wir müssen das gesamte Gebiet absuchen, so wie es immer der Fall ist. Viele Fußspuren. Wahrscheinlich vom Suchtrupp. Mal nicht genug Schaden mit dem Ding. Laut Bre lag hier das Instrument seiner Frau. Die Suchmannschaft folgerte, dass Kalais Leiche wohl vom Fluss weggeschwemmt wurde. Aber dann wäre sie doch in dem Baum hängen geblieben. Sie ist wohl gar nicht gestürzt. Ich sollte mir den Sporn ansehen. Hat der Suchtrupp was übersehen? Anscheinend nahm der Suchtrupp den Weg unter dem Steinbogen durch. Ist wohl der Weg hoch zum Sporn. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Weg zum Sporn. Ich glaube nicht, dass sie abgestürzt ist. Das sieht mir irgendwie ein bisschen weird aus. Trümmer. Es muss einen anderen Weg geben. Kalais und der Suchtrupp erklommen wohl stattdessen die Klippe. Ja, aber kann ich da... Klettern. Schön, dass du dich doch offiziell überall festhalten kannst, aber es irgendwie nur begrenzt machst. Hallo, ich will nach oben.
weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja. Ist schon länger abgebrochen. Ich habe das Gefühl, dass das kein einfacher Weg werden wird. Ja, vor allem nicht, wenn man hier so komisch. Wenn man das Klettern so ein bisschen komisch macht. Ja, das mit dem Klettern hätten sie jetzt in meinen Augen nicht so übertreiben müssen. Ein alter Pfad der Utaho. Offenbar ist hier der Startpunkt des Entdeckungsritus. Na, dann wollen wir mal. Geröll auf dem Pfad. Sieht nach Stücken einer Brücke aus. Ist offenbar schon vor langer Zeit heruntergefallen. Vielleicht ein Sturm. Aber wohin hat die Brücke geführt? Ah, nach da oben, okay. Hier fehlt ein Teil des Pfades. Kalais ist wohl auch hinaufgeklettert. Die Frage ist, wohin? Das hört sich ja richtig geil an. Ist das jetzt einfach so Hintergrundmusik oder? Warte mal, von da kam ich doch. Hallo, was? Das hört sich eher an, als würde da jemand singen. Muss hier hoch. Das muss der Sporn sein. Offenbar hat Kalais etwas bei diesem Steintisch da getan. Sollte ich mir mal ansehen. Ja, mach mal. Aber erstmal alles hier. Da ist Reinklang. Genau so saß der erste Utaho. Schön. Wirklich schön. Blumen zu Farbe zermalen. Das hat Kalais wohl als Teil ihres Rituals getan. Ich sollte mich umsehen. Mit dem Fokus finde ich heraus, was mit ihr passiert ist. Ja, ich weiß, dass da was ist. In diesen Blütenblättern befindet sich etwas. Ist das die Farbe, die Kalais trug? Hat wohl eine Spur hinterlassen. Zu schwach für die Suchmannschaft, aber mein Fokus kann etwas damit anfangen. Da ist die Farbspur. Sie führt wohl weg vom Rand der Klippe. Die Farbspur endet bei einem Haufen abgebrochener Äste. Sollte ich mir genauer ansehen. Sieht aber nicht aus, wenn mit der irgendwas passiert wäre. Hier wurden vor kurzem Äste abgebrochen. Bei einem Handgemenge? Und hier. Schleifspuren. Sie führen wohl durch das Dickicht hier. Ich kann ihnen mit dem Fokus folgen. Jetzt habe ich mir schon fast gedacht, dass hier irgendwas passiert ist. Aber Handgemenge. Und das sieht aus, als wenn das kein Unfall gewesen wäre.
Kalle. Die Abdrücke an ihrem Hals. Sie wurde erwürgt. Zumindest kann ich Bree die Tasche bringen. Wer ist das? Der Mörder hat also versucht, Calais von der Klippe zu stoßen. Deshalb fand der Suchtrupp auch ihr Instrument unten am Fluss. Calais wehrte sich. Und wurde dann erwürgt. Und hierher gezerrt. Ja, aber wenn sie erwürgt wurde, wer war das? Leck mich! Viel besser. Alter! Man kann's übertreiben. Oder einfach nur massiv Damage. Ja, wenn ich weiß, wo du bist, kannst du nicht viel machen, du Lappen, ne? Der Mörderin. Dann kann man sie identifizieren. Bist du dir aber sicher, dass das eine Mörderin war? Aber wenn sie die Kalle gekillt hat. Vielleicht wissen ja Fane und Kel in Reinklang, wem diese Tasche gehört. Kehre zu B zurück. Da wäre natürlich jetzt die Frage, ne? Erstens, wer hat sie gekillt? Und zweitens, wie konnten beide sterben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alleine gehandelt hat. Auf diesem Weg stieg der erste Utaro den Berg hinunter. Der Pfad ist wohl größtenteils weggebrochen. Hoffentlich hält das ewig. Also so ein Hologleiter hätte ich auch gern.
Mal ganz ehrlich. Lenk ihn ab, Rest macht Mami schon. Munition leer. Yo. Was denn das für ein Berserker, ey? Pick doch die Hennewund. Jetzt kommen wir wieder diesen riesigen. Schön. Lauter Grün. Glaub. Das ist doch schön, ne, Aloy? Das ist doch wunderbar. Ich gleite gen Himmel da. Aber ich war das jetzt nicht random. Wir haben hier gekämpft, ne? Doch, es war random. Komm schon, ich hau dir 1 Milliarde Pfeile ins Knie. Du müsst doch eigentlich echt. Ach, scheiße. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Dass ich dir nicht wirklich helfen konnte. Ah.
glaube, das war der angeschlagene Fuchs. Der lief schon ein bisschen. Der wäre sowieso gestorben, okay? Irgendwie muss ich doch an den Ranken vorbeikommen. Aber wie? Das kriegen wir ja auch schon irgendwie hin. Wenn es soweit ist. Ja, schade, ne? Das hat mich jetzt so ein bisschen geärgert. Ich dachte, es wäre so ein bisschen schön und ja, die wurde einfach nur nicht gefunden oder so. Aber dass die ermordet wurde und das vom eigenen Stamm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, nee. Das musste jetzt nicht sein. Da hinten ist ein Gang. Man sieht der Aloy das aber auch nicht an, ne? Also bei Ghost of Tsushima, wenn du da zu lange läufst, ne? Ich würde mich von den Feldern fernhalten. Es sei denn. Ja, ist ja gut. Ja, das ist natürlich sehr schade, ne? Die kamen eigentlich sehr gut klar und dann kam natürlich die Fäulnis und dann. Ja, jetzt haben sie ein Problem. Jetzt müssen sie Tiere jagen. So, Vorrat ist voll. Bist du bereit? Wie viele Leute kannst du für diese Arbeit schicken? Du hast neues Zeug. Ich habe alles, was du. Weiß nicht, den brauche ich jetzt nicht zwingend, ne? Das sieht ja jetzt auch nicht schlecht aus, ne? Das Feueroutfit, naja, naja. Das hat was, finde ich. Aber hier so als Hierin ist jetzt auch nicht so schlimm. Mal zu dem. Wir alle betrauern Calais Tod. Aber wir müssen nach vorne schauen. Nein. Ihre Tasche. Du hast sie. Bree. Sie ist nicht gestürzt. Das war Mord. Was? Ich bin hoch zum Sporn gegangen. Dort war Calais und auch die Leiche ihrer Mörderin. Das ist unmöglich. Der Suchtrupp hat dort gesucht. Da war nichts. Die Leichen waren in einer anderen Lichtung. Und dort hat niemand gesucht. Als ein Pirscher sie anfiel, wollte sie gerade Calais Leiche verstecken. Wer war sie? Ich hoffte, ihr wüsstet das. Das ist ihre Samentasche. Die gehört Leiner. Sie ist Kells Lehrling. Das verstehe ich nicht. Warum tat sie das? Fragen wir doch Kell. Aber sie. Hey, du! Wo ist Kell? Sie ist durchs Osttor gegangen, vor rund einer Stunde. Sie geht nach Hause. Sommerwind.
Sie läuft weg von ihr? Aber sie muss vor Gericht. Ich hol sie ein. Wohin muss ich? Da ist eine zerstörte Siedlung an der Südgrenze. Dort wuchs sie einst auf. Wir holen erst noch die Wache und versuchen, dich einzuholen. Und die wusste, warum die abhaut. Und die wusste, warum... Ich nehme an, das war die alte Frau. Ich bin mir sehr sicher, dass sie genau wusste, dass wir herausfinden. Was los ist. Und deswegen wollte die nicht, dass wir nach Kay, nach der Frau von dem Typen suchen. Ich glaube, sie hat dem Lehrling beauftragt, die zu killen. Weil sie die, glaube ich, nicht im Chorgesang oder so drin haben wollte. Irgendwie sowas. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das muss Sommerwind sein. Aber wo ist Kay? Speichern wir mal. Wichtig. Wenn das die alte Dame ist. Ich hab zwar keine Ahnung, was das... Lol. Die Kamera. Ich mach hier mal einen Schnittibus. Oder? Macht's gut, Leute.